Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Genau so ist es. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 4 Minuten ungefähr hier im Radio und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben Montagnacht. Montagnacht heißt eine freie Themennacht und da gibt es den obligatorischen Spruch von mir, wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, dann ruft mich an. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 oder mailen könnt ihr auch unter domian@wdr.de. Giulio, stimmt das? Ja. Giulio, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Domian. So, Giulio, um was geht's? Also es geht darum, dass ich Stress mit meinen Eltern habe. Warum? Und zwar, ich bin 24 und ich möchte gerne ausziehen. Ja, und deshalb gibt es Stress? Ja, meine Eltern passen nicht, dass ich da ausziehe. Ach, die sind nicht froh, dass sie dich los sind? Nee, Gegenteil. Warum wollen die dich denn bei sich behalten? Ja, weil es... Also ich habe ein Geschwister, zwei Geschwister. Ja, sind die jünger? Älter. Ach, die sind schon aus dem Haus. Ja. Du bist das Nesthäkchen. Genau. Und die Mama will dich weiter beglucken. Ganz genau. Aha, verstehe. Und der Vater ist der da auch gegen? Ja. Beide. Und warum willst du ausziehen? Es gibt so viele Gründe. Weil erstens... Ich habe gearbeitet, wann ich zu Hause gekommen bin, habe ich noch nicht mal die Tür zugemacht, haben schon mit mir Theater gemacht. Also du willst mehr Freiheit haben, im Klartext. Genau, ganz genau. Willst du denn in die Gegend ziehen oder weit weg von deinen Eltern? Also in die Gegend. In die Gegend sogar. Ja, sind ungefähr mit Auto 5 Minuten. Also ja, das ist ja um die Ecke gleich. Ja. Und du bist mittlerweile schon so beruflich gefestigt, dass du das auch alleine alles finanzieren kannst. Ganz genau. Ja. Ja. Julio, sage ich jetzt schon. Ja, kannst du ruhig. Dann aber wirklich setz dich durch, Mensch. Das ist doch genau richtig. Wenn du mit 24 raus willst, was ich auch schon fast über die Zeit finde. Ja, ist es auch. Ja, raus und sich durchsetzen. Bau dein eigenes Leben auf. Und vor allen Dingen, wenn du so nah bei den Eltern wohnst, kannst du ja anbieten hier, damit der Abschied nicht so schwer fällt. Und die Loslösung, wir können uns oft treffen, ich besuche euch oft. Die Mama kann auch was kochen, das ist ja auch immer praktisch für dich. Ja, das Problem ist, die haben gegen meine Freundin was. Das auch noch? Ja, weil ich ziehe genau bei meiner Freundin. Also ich bin in Pratere. Meine Freundin wohnt in der 4. Etage. So, und das ist es. Die haben streng was gegen meine Freunde. Also die Freundin wohnt bei euch im Haus? Ganz genau. Ja. Also wo ich jetzt einziehe. Ach so, wo du jetzt einziehst. Das heißt, du hast schon eine Wohnung im Visier? Habe ich auch. Ich habe schon einen Mietvertrag unterschrieben. Ja, wunderbar. Was gibt's noch für ein Problem? Ja, und zwar diesen Freitag kommt der Möbeltransporter. Ja. Ja. Und zwar so mein Bett, Fernsehen und alles möglich, aus meinem Zimmer raus. So, und ich vermute, dass es nun wieder Stress gibt. Ja, egal. Da musst du durch, Julio. Da musst du wirklich jetzt durch. Keine Jammernummer. Da musst du dich hart durchsetzen gegenüber den Eltern. Das ist dein Leben. Und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Möchte ich dich bekräftigen, das so zu sehen und das auch so durchzuziehen. Okay? Ja, das schon. Nur... Das Problem ist es, mein Bruder hat mit Drogenproblemen zu tun. Ja. So, meine Eltern denken, dass ich in dieselbe Straße komme. Ja, gut, nur gut. Wie mein Bruder. Ja, okay, so. Da musst du ihnen sagen, das ist dein Leben, du bist ein erwachsener Mann und du kannst nicht bis zu deiner Rente bei den Eltern wohnen. Also musst du dich das ein bisschen klarer durchsetzen, Julio. Gibt's gar nichts weiter zu sagen, finde ich. In diesem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden. Ich bedanke mich. Okay, alles Gute. Tschüss. Domian? Ja. Darf ich einen grüßen?
Jetzt geht's leider nicht mehr, weil das Fernsehen sich gerade zuschaltet. Tut mir leid, Julio. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr lieben Radiohörer. Es ist in der Tat so, jetzt kommen die Fernsehzuschauer. Ich rücke mein Hemd zurecht und dann geht's jetzt auch gleich los. Ihr lieben Fernsehmenschen, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein wenig zu spät, wir bitten das zu entschuldigen. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir haben Montagnacht und das heißt eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Freie Themennacht. Also, ich bin gespannt jetzt auf den Thomas und Thomas ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Thomas, du gehst bitte noch näher ans Telefon. Ja. Du bist mir so verrauscht. So besser? Ja, viel besser. Wunderbar. Um was geht's, Thomas? Ich habe meine Freundin vor ein paar Stunden verloren. Nicht tödlich, das hört sich jetzt so wild an, sondern ja, sie hat mit mir Schluss gemacht. Mhm. Warum? Ja, also ich möchte jetzt nicht lächerlich rüberkommen. Wir waren ein bisschen über 2 Monate zusammen. Mhm. Ja, und sie kann mir einfach, oder beziehungsweise ich gebe ihr mehr, als sie mir zurückgeben kann. Und sie hat dabei ein schlechtes Gefühl und möchte mich nicht verarschen. Das ist einfach ein ganz toller Mensch und hat das offen auf den Tisch gelegt. Sehr geschickt ausgedrückt. Das heißt, die ist nicht so in dich verknallt. Kann man so sehen, ja. Ne? Genau. Ja. Das Problem allerdings, was dabei besteht, ist, dass ich... ich habe nach dem Gefühl, was ich in ihr gefunden habe, 20 Jahre gesucht. Mhm. Und bin das erste Mal in meinem Leben fündig geworden. Mhm. Und ja, für mich ist heute eine ganz große Welt zusammengebrochen. Ja, aber du bist fündig geworden in dir. Bei deinem Gefühl, wirklich fündig geworden bist du nicht. Denn dann hättest du auch das zurückbekommen, was zu einer ganz großen Liebe gehört. Und das kriegst du nicht zurück. Das ist richtig. Das ist wohl wahr, aber... Das ist ja immer so das alte Lied, dass zur Liebe gehören letztendlich 2 Menschen. Und wenn nur du begeistert bist, sind das 50% der ganzen Geschichte. Aber sie ist eben nicht so begeistert. Ja, es lief am Anfang sehr harmonisch und ja, es lief eigentlich die ganze Zeit harmonisch. Nur, Ja, so lange war es ja nur auch nicht. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass sie gesagt hat, ich möchte das nicht so weitermachen? Ganz genau, sie hatte. Das heißt, sie hat ein schlechtes Gewissen und es ist ja sehr ehrenwert, dass sie dann sagt, ja, ich habe das Gefühl, du bist irre in mich verknallt, ich aber in dich nicht so sehr, dann lass uns lieber Schluss machen. Sie nimmt also nicht nur das bisschen mit, sondern sie sagt, dann will ich auch gar nichts haben. Finde ich respektabel. Ja. Ja, also ich, wie gesagt, das Problem halt eben nur, da stimme ich dir vollkommen zu, nur ich habe nach diesem Gefühl gesucht, lange Jahre, und ich komme damit im Moment nicht überhaupt gar nicht klar. Du hast gerade was ganz, ganz Fulminantes gesagt. Hast du gerade gesagt, ich habe da 20 Jahre nach gesucht? Ganz genau, ich habe 20 Jahre nach gesucht. Warst du mit 6 Jahren schon mal so verliebt, oder wie? Ich habe vor 20 Jahren meinen Bruder tödlich verloren, ja, im Straßenverkehr, ja, bei mir direkt vor der Haustür. Mhm. Ich war von unserer Familie der einzige Zeuge. Ja. Und, was heißt Zeuge, meine Eltern waren beide berufstätig und ja, er ist früh morgens vom LKW überfahren worden. Mhm. Und in dieser Zeit ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Je älter ich wurde, brach sie immer mehr zusammen und wurde immer schlimmer. Warst du an diesem Unfall in irgendeiner Weise beteiligt? Nein. 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 Wir hatten morgens immer ein Ritual, dass wir, also ich bin erst mit 7 in die Schule gekommen. Das heißt, ich hatte zwischen Kindergarten und Grundschule 1 Jahr Pause. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich ihn immer zur Tür gebracht. Wir haben uns verabschiedet und habe ich ihm dann gewunken, bis ich ihn nicht mehr gesehen habe. Und da ist es halt eben dann vor der Tür passiert. Das hast du dann mit eigenen Augen gesehen alles? Ganz genau. Wie schrecklich. Mhm. Wie schrecklich. Und ja, ich habe nach... Das war natürlich ein Schock für ein Kind, einen 6-jährigen Jungen. Du warst 6 Jahre, wie alt war der Bruder? Der war 5 Jahre älter. 5 Jahre älter. Der ist also gerade 11 geworden. Ja, ein ungeheurer Schock für einen 6-jährigen, das zu sehen, wie der eigene Bruder dann überfahren wird. Jetzt erklär mir mal den Zusammenhang. Schock, Bruder wird überfahren und 20 Jahre später, ich bin irrsinnig in ein Mädchen verliebt. Das ist das Schwere, was ich sehr schwierig in Worte fassen kann. Das ist ein Gefühl und dieses Gefühl, das ist das Problem, was ich nicht in Worte fassen kann. Kann das sein, dass du jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren
wirklich, wirklich Glück empfunden hast? Richtig. Ich habe viel erlebt und natürlich hat jeder viel erlebt. Ich bin noch recht jung, es sind viele Sachen passiert im Leben. Mhm. Aber dieser Tod meines Bruders lief mir halt eben oder läuft mir bis heute hin immer nach. Mhm. Und ich hatte auch davor schon 4 feste Beziehungen, die auch über mehr als 2 Jahre liefen. Ich war auch verliebt oder habe die Mädchen auch geliebt, aber nie, ich habe nie dieses Glücksgefühl gehabt, was ich jetzt nur in dieser kurzen Zeit hatte. Mhm. Das ist ein Gefühl, was ich unheimlich schwer beschreiben kann. Weil du geglaubt hast, das ist sie jetzt. Ja, sie hat mir das gegeben, was mir alle Jahre lang gefehlt hat. Mhm. Umso dramatischer ist es natürlich jetzt für dich, dass diese Frau, dieses Mädel, wie alt ist sie? 20. 20. Dass sie das so nicht zurückgeben kann. Und offensichtlich wirklich nicht zurückgeben kann, sonst hätte sie nie Schluss gemacht. Genau. Mhm. Das ist heute passiert, heute hat sie Schluss gemacht. Ja, ich habe sie heute angerufen, weil wir ein bisschen Auseinandersetzung am Wochenende hatte. Mhm. Und ich wollte einfach sie, was heißt zur Rede stellen, aber ich habe einfach mit ihr darüber gesprochen und habe sie dann mehr oder minder an die Wand genagelt. Mhm. Ja, und habe sie gefragt und immer wieder gefragt und sie wollte erst damit nicht rausrücken. Sie wollte das auch nicht am Telefon machen, hat sie also ganz vehement drauf bestanden, aber ich habe einfach nicht locker gelassen. Mhm. Und irgendwann kam es dann raus, ja, weil sie wollte am Mittwoch mit mir sprechen, aber ich wollte nicht bis Mittwoch in dieser Ungewissheit leben. Ja. Jetzt sitzt du zu Hause. Alleine. Alleine. Und hast das Gefühl, wahrscheinlich die Erde hat sich aufgetan unter dir. Ich weiß im Moment gar nicht, an was ich denken soll. Also ich habe, weil ich eine gewisse Vorahnung hatte, ich habe von Freitag auf Samstag in der Nacht das letzte Mal geschlafen und seitdem nicht mehr. Also ich höre das jetzt auch so, dass da überhaupt nichts zu machen ist, nochmal mit ihr reden oder so, ne? Wenn sie das so klar geäußert hat. Das weiß ich nicht. Ich bin ein Mensch, der sich immer sehr viel Hoffnung macht und versuche, also ich baue mich momentan, ganz kurz, sorry, ich baue mich damit im Moment auf, dass einem erst dann bewusst wird, was einem fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Mm, natürlich, ja. Das ist leider eine Grundeigenschaft des Menschen, glaube ich, dass man immer das erst wertschätzt, wenn es wieder weg ist, was man hatte. Ja. Thomas, hat sie das denn, hat sie das auch ganz explizit formuliert? Ich liebe dich nicht so? Das hat sie so nicht gesagt. Sie hat mir gesagt, dass sie nicht weiß, wie es weitergeht und einfach Angst hat, dass daraus nicht mehr wird, als wie es jetzt ist. Also sie redet ein bisschen um heißen Brei rum, ehrlich gesagt. Richtig. Mhm. Hat sie das denn also formuliert, wie du es gerade am Anfang formuliert hast, dass sie dir nicht so viel geben kann, wie du ihr gibst? Der Moment, also jetzt im Moment ist es so, richtig, das hat sie mir so gesagt. Mhm. Aber der Blick nach vorne war irgendwo immer noch offen und irgendwo hieß es dann, also sie hat es zwar nicht gesagt, aber so kam es für mich rüber, sie hat einfach nur Angst, dass wir länger zusammen sind und sich an dieser Situation bei ihr nichts ändert und sie dadurch irgendwo bei mir in eine Missgunst kommen könnte, weil sie mich dann verarscht hat oder so. Was denkt sie? Ja. Ich würde fast sagen, oder nicht fast, ich würde vorschlagen, so schwierig das im Moment auch ist. Ich will da jetzt keine Hoffnung machen. Ich glaube, dass man immer in solchen Fällen erstmal von dem schlimmsten Fall ausgehen sollte, dass das vielleicht nicht mehr klappt. Aber dennoch, Entschuldigung, ich habe Heuschnupfen, mir juckt gerade die Nase ein bisschen. Ja, Problem. Geh jetzt erstmal auf Distanz. Lass sie erstmal in Ruhe. Ich glaube, wenn man etwas noch bewegen kann oder retten kann oder vielleicht nochmal neu erstehen lassen kann, dann nur, indem man sich zurückzieht. Indem sie vielleicht auch bemerkt, was ihr fehlt, wenn du weg bist. Vielleicht bemerkt sie das ja. Vielleicht ist es ihr aber auch egal, dann ist die Sache sowieso gestorben. Ja, das Problem, das würde ich ja gerne, nur das Problem ist, dass sie mir gesagt hat, sie möchte mich nicht verlieren und sie will nicht, dass ich aus ihrem Leben verschwinde, sie möchte mich weiterhin sehen und das ist für mich, ich kann das nicht. Nee, das finde ich aber auch nicht in Ordnung. Das ist immer so ein üblicher Spruch von den Leuten, ich möchte dich nicht verlieren, aber dann musst du ihr klar machen, dass das erstmal nicht so geht, weil das für dich viel zu schmerzhaft ist. Und du ja jedes Mal neu daran erinnert wirst und die Wunden aufgerissen werden und so weiter. Sage ihr, wenn ihr jetzt nochmal telefoniert, dass du gerne mal eine Auszeit haben möchtest von einigen Wochen. Hm. Dann wird sich das schon irgendwie fügen. Vielleicht entwickelt sich ja dann doch noch was bei ihr. Aber geh von deiner Seite jetzt erstmal auf Distanz. Ja.
und versuche dich mit dem Gedanken schon anzufreunden, so schwer er auch ist und so traurig er auch ist, dass es vielleicht nicht funktioniert. Mhm. Okay. Und da musst du es einfach aushalten, wie wir alle das aushalten müssen, wenn wir schweren und schwersten Liebeskummer haben. Ja. Das ist der einzige Trost, den man sich vielleicht geben kann. Man ist nicht alleine damit, dass fast jeder Mensch das schon mal ertragen hat und man meint, man kann nicht mehr leben. So zieht es einem irgendwie den Hals zu. Ja, so wild wird es bei mir nicht. Also ich, es ist zwar schlimm, aber ich würde niemals auf den Gedanken kommen, jetzt irgendwelche, also ich habe keine Suizidgedanken. Nee, so real meine ich das auch noch gar nicht. Man hat so das Gefühl, es geht ja gar nicht weiter irgendwie. Man ist ganz verzweifelt. Ja. Eine reale Selbstmord, so habe ich das gar nicht gemeint jetzt. Achso, okay. Warte ab, Thomas. Ja. Und sei jetzt tapfer und hoffen wir gemeinsam, dass vielleicht doch noch etwas in ihr sich entwickelt für dich. Ich würde mich freuen. Alles Gute von Herzen. Darf ich noch ganz kurz dir sagen, ich bin ein langjähriger Zuhörer von dir und du hast mir indirekt schon sehr oft geholfen nachts, indem ich dir einfach nur zuhöre und das tut immer sehr gut und bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich herzlich für das Kompliment. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss, Thomas. Tschüss. Volker, 25 Jahre alt, guten Morgen. Grüß dich, Donian. Hallo Volker. Um was geht's bei dir? Lass mich kurz vorher sagen, ich kann mich eigentlich nur den Worten meines Vorredners anschließen. Deine Sendung gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Und dein Team hat mich auch positiv überrascht. Das sind freundliche, nette Leute. Ja, das sind ganz freundliche, nette Leute. Das werde ich weitergeben. Da freuen sich die Leute auch. Um was geht's bei dir? Domian, bei mir geht's um, ja, wie hatte ich das damals formuliert, die Qual, ein Hypochonder zu sein. Ja. Die Qual, ein Hypochonder zu sein. Wir erklären erstmal, was ein Hypochonder ist. Ein Hypochonder ist jemand, der immer sich irgendwie einbildet, krank zu sein. Genau, der sich die verschiedensten Krankheiten einbildet, weil er Symptome an sich auszumachen glaubt. Ja, und so einer bist du. Genau. Mit deinen zarten 25 Jahren. Mit meinen zarten 25 Jahren und das begleitet mich schon 15 Jahre, meiner zarten 25 Jahre. Ach, als Kind fing es schon an. Ja. Ja. Was sind das denn so für Sachen, die du an dir verspürst, meinst zu verspüren an Krankheiten? Gut, also meistens passiert es andersrum. Man sieht irgendwas in Medien oder man liest, man braucht bloß irgendeine Zeitschrift aufmachen, schon kommt dir irgendeine Krankheit entgegen und dann wird natürlich auch immer sehr viel über Symptome dann erzählt und sofort bemerkst du diese Symptome. Und sofort fühlst du bei dir, mein Gott, es ist bei mir ganz genauso. Es könnte sein, dass ich diese Krankheit auch habe. Also ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist. Ich denke mal, in dem Moment, wo es einen in dem alltäglichen Leben beeinflusst, ist das wohl eine Krankheit. Ja. Ich meine, wenn du so von einer Krankheit liest, dann überkommt dich gleich die Sorge und der Schock, ich könnte es auch haben. Richtig. Oder ich hab's vielleicht sogar. Richtig. Ja, oder einfach so eine Sache wie, ich sitze im Zug und jemand hustet, am liebsten möchte ich hingehen und fragen, was haben Sie, damit ich weiß, gegen was ich mich noch schnell impfen lassen kann. Mhm. So in der Richtung. Welche Krankheiten, sag mal so ein paar Beispiele, hast du denn schon bei dir vermutet? Oh weh, ja. Gut, das klassische Krebs oder AIDS, da muss bloß was wehtun und sofort glaube ich das. Oder wenn ich mich mal ein bisschen schwach fühle, dann ist das gleich eine Immunschwäche. Wie weit geht das denn dann? Die Vermutung ist da. Lässt du dich dann auch bei Dutzenden von Ärzten untersuchen und machst die Ärzte auch noch verrückt oder behältst du es doch eher für dich? Also es gibt schon ein paar Ärzte, die ich verrückt gemacht habe, ja. Mhm. Aber die praktizieren noch. Also wenn man die Vermutung einer schweren Krankheit hat, steht einem, bevor man eine endgültige Diagnose hat, ja unter Umständen eine Prozedur bevor. Genau. Hast du solche Torturen dann auch schon mit Computertomografien und Röntgen und was Gewebeentproben, was man alles machen muss? Alles schon etliche Male gemacht. Mein rechter Arm ist ganz zerstochen, weil immer wieder Blut abgenommen wird. Ja. Computertomografie hab ich jetzt, glaube ich, schon das fünfte oder sechste Mal hinter mir. Bist du auch Und ich werd dauernd von oben bis unten durchgecheckt. Ja. Ich habe mich da auch als ziemlich therapieresistent herausgestellt. Also man findet nicht raus, wenn das eine psychische Ursache bei mir hat, welche das ist. Ja. Man kann da einfach bei mir nichts finden. Aber da bist du ein teurer Patient, ne? Für die Kassen. Ich bin ein sehr teurer Patient und das ist auch so ein leicht schlechtes Gewissen, was mich da plagt, was ich wohl den Sozialstaat schon gekostet habe. Ja. Es ist aber noch nie irgendetwas rausgekommen, dass du wirklich mal eine Krankheit hattest. Also nichts schwerwiegendes. Nichts schwerwiegendes. Aber wahrscheinlich, wie ich dich einschätze, wenn du denn mal eine leichte Mandelvereiterung oder Halsvereiterung hast, geht bei dir die Welt gleich unter und du denkst, du hast Halskrebs oder sowas. Richtig. Ja.
oder eben das enge Gefühl, was man so hat, Globusgefühl heißt es, also der berühmte Kloß im Hals, ja. Das ist bei mir dann auch immer gleich was ganz Schlimmes. Ich meine, du bewegst dich ja in sehr illustrer Gesellschaft von großer Prominenz. Ja, ja, Harald Schmidt. Harald Schmidt, Glück, klar. Ja, auch wenn man die Vergangenheit, Immanuel Kant, großer deutscher Philosoph. Ja, das wusste ich jetzt auch war nicht. Auch so einer. Also da gibt es schon sehr viele, die in diese Richtung tendieren. Nun hast du so viele Sachen schon über dich ergehen lassen oder hast dich untersuchen lassen. Wenn du dann nach also einer Untersuchungsprozedur rauskommst und die Ärzte sagen, nee, Herr Volker, es ist alles in Ordnung bei Ihnen, bist du dann glücklich oder glaubst es gar nicht richtig? Das ist so eine Mischung. Also teils glaube ich das gar nicht richtig und andererseits, sagen wir mal, hält mich das für einige Zeit ruhig. Das können ein paar Stunden sein, mhm. dass dann mein Kopf mal zur Ruhe kommt. Es kann auch ein paar Tage sein. Mhm. Aber sofort finde ich dort etwas anderes, was ich haben könnte. Hast du den Eindruck, dass das springt auch je nachdem, was jetzt gerade an körperlichen Beschwerden, die ja nun jeder Mensch hat, ne? Ja. Irgendwo zwickt es einfach mal. Ja. Das wechselt einfach. Mal kehre ich dann zu einer guten alten Bekannten zurück, zu einer guten alten Krankheit. Und mal kommt was völlig Neues, was ich gerade im Fernsehen gesehen habe. Im Moment macht mir zu schaffen diese viele schlimme neurologische Erkrankungen. Mhm. Also ich hatte meiner Meinung nach auch schon BSE und alles Mögliche. Das hört sich witzig an. Ja, das ist nicht witzig, ne? Das ist mir schon klar. Es beeinflusst dich unheimlich in deinem Alltag. Auch sogar, wie man mit Menschen umgeht. Man kommt einfach aus diesen Gedankenschleifen. Mhm. Man kommt da einfach nicht raus. Wahrscheinlich nervt das auch deine Freunde, wenn du ständig über Krankheiten redest, ne? Ich habe mittlerweile vermieden, überhaupt mit jemandem drüber zu reden. So. Das ist jetzt so ziemlich das erste Mal, dass ich nach langer, langer Zeit mal wieder mit jemandem drüber rede. Das heißt, es sei denn mit Ärzten. Ich meine, ja, die haben es mitbekommen, mit was für Befürchtungen ich denn immer wieder ankomme. Aber dein Hausarzt muss doch auch schon ein sehr gebeutelter Mann sein, ne? Wenn du da reinkommst, dann denkt er, ach du lieber Gott, der schon wieder. Ja, nun bin ich in letzter Zeit auch mal umgezogen. Das heißt, so. Da konnte ich einen Arzt entlasten, aber der andere kennt mich jetzt auch schon. Ja, weil die Gefahr besteht natürlich auch, dass wenn man dann wirklich mal was hat, dass die einen dann nicht mehr ernst nehmen, ne? Ja, und das ist mir auch schon passiert. Mhm. Das ist mir passiert, da war ich dann wirklich mal krank und da fühlte ich mich wirklich wie dieser Hirtenjunge, der immer schrie, ein Wolf frisst die Schafe und es war gar kein Wolf da und plötzlich kam der Wolf und niemand hat ihm geglaubt. Aber so habe ich mich da gefühlt. Aber es war nichts Schlimmes. Ja, nee, ich musste tatsächlich operiert werden, aber das... Was war's denn? Das war jetzt was, etwas, wovor man vor Ladies nicht spricht und ich glaube, Ladies hören auch zu heute. Es war etwas an Geschlechtsteil am Hoden. Auch nicht schön. Ja, und das tut so richtig weh. Ja. Und da wollte kann man auch für Mädels erzählen. Ja. Ja, kann man. Klar. Volker, was machst du vom Beruf? Ich bin noch Student. Was studierst du? Nicht Medizin. Ich wollte jetzt gerade sagen, bitte sage jetzt nicht Medizin. Das wäre ja der absolute Wahnsinn. Nein, aber ich habe da auch schon mit Leuten gesprochen. Ich kenne sogar schon einige, die ihr Studium abgebrochen haben, weil das Hypochondrie bei denen im Grundstudium sich dann abzeichnet. Was studierst du denn? Ich studiere Sprachen. Sprachen. So, jetzt warst du bei so vielen Ärzten. Worauf ich jetzt hinaus will, wird dir wahrscheinlich klar sein. Warst du auch schon bei Psychiatern oder Psychologen? Ja, aber wie gesagt, da habe ich mich als ziemlich therapieresistent herausgestellt. Was heißt das? Ich habe eine langjährige Psychotherapie hinter mir und es hat eigentlich nichts geändert. Es hat tendenziell sich was geändert, dass ich besser mit den Sachen zurechtkomme. Mhm. Aber ich schiebe das nicht unbedingt auf Therapie, ich schiebe das auf meine Lebenserfahrung. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich plötzlich so eine Panikattacke, oh Gott, ich könnte etwas haben, wenn ich das bekomme, kann ich mir sofort sagen, so, jetzt atmest du erstmal durch, jetzt denkst du mal nach. Mhm. Gut, das ist natürlich vielleicht dann doch noch zum Arzt, aber das ist... Ich bin davon überzeugt, dass natürlich tiefgründige psychische Ursachen hat. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Komplexe und komplizierte wahrscheinlich. Hm. Es ist nur die Frage, ob man, wie man an einen wirklich guten Fachmann kommt, der sich damit auskennt und der dir auch auf die Schliche kommt. Das ist die Frage. Da kann ich dir letztendlich auch nicht bei helfen. Ich würde nur so sagen, wenn ich das so höre, und es scheint ja auch wirklich ein Leidensdruck bei dir zu sein, da zu sein, vielleicht, ich weiß es nicht, doch nochmal diesen Weg zu gehen und vorher eine gute Recherche zu führen. Um Gottes Willen, ich habe schon 4 Psychotherapeuten verschlissen. Ja. Das
irgendwann gibst du da auch auf. Gut, was heißt das? Du suchst eher nach Mitteln und Wegen, wie du durch den Alltag kommst. Mhm. Du versuchst dir so eine Art Rüstzeug zusammenzustellen, mit dem du durch den Alltag kommst. Und wenn es eben ist, dass ich vielleicht, sagen wir mal, jedes Vierteljahr mal zum Arzt gehe, mich einmal kurz von oben bis unten durchchecke, um so eine Art Grund. Also kleine Tricks, damit irgendwie sich selbst zu handeln. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es für diese Sache, aber es könnte durchaus sein, Selbsthilfegruppen gibt. Weißt du das? Ich bin ziemlich sicher. Ich weiß auch von in einer größeren Stadt in der Nähe gibt es so eine Hilfegruppe. Geh da mal hin. Da komme ich nicht hin. Das ist dann meistens abends oder habe ich Probleme, weil ich auf einen Zug angewiesen wäre. Ja. Also ich sitze hier auf dem Land und sitze hier ziemlich rum. So, jetzt kann ich nur das Angebot machen. Du willst nicht zu einem Psychologen gehen, sagst, da habe ich keinen Bock drauf, das ist durch. Das Problem ist, nach vier Therapeuten bist du es einfach leid. Ja, gut, das ist auch eine Frage der Lust. Bei jedem Therapeuten wieder von null anfangen. Gut, also es hat schon was mit Lust zu tun. Dann die Selbsthilfegruppe geht auch nicht. Dann könnte ich dir höchstens anbieten, dass ich unsere Zuhörerfrage, wer vielleicht in ähnlicher Weise gestrickt ist und dass derjenige oder diejenige hier anruft und ein bisschen von ihren Erfahrungen, von seinen Erfahrungen erzählt und somit auch vielleicht ein bisschen was an dich weitergeben könnte. Das würde mich sehr interessieren. Ja, es würde mich auch interessieren. Also ihr Lieben, wenn ihr auch Hypochonder seid und vielleicht irgendwelche geschickten Tricks rausgekriegt habt, wie ihr euch in den Griff bekommt, ruft an, ruft heute an, ruft übermorgen an, morgen haben wir ein festes Thema und Volker ist dabei und spitzt die Ohren. Wunderbar. Alles Gute, Volker. Ich danke dir für deine Zeit. Alles Gute. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Morgen übrigens haben wir ein Thema, wie ich es gerade schon ankündigte. Das Thema morgen heißt brutale Frauen. Darüber möchte ich gerne mit euch reden, wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt mit brutalen Frauen, mit der brutalen Mutter vielleicht, mit der brutalen Partnerin, mit der brutalen Schwester, was auch immer. Oder vielleicht sind euch auf der Straße schon Frauen aufgefallen, die genauso brutal vorgehen und in Schlägertrupps vielleicht agieren, wie wir das von Männern und Jungs kennen. Also, das Thema morgen heißt brutale Frauen und Näheres zu unseren Themen könnt ihr auch nachschlagen im Internet unter www.domian.de. www.domian.de. Die Lisa ist da, 24. Ja, hallo Domian. Hallo Lisa. Ja. Du bist da und zu welchem Thema hast du angerufen? Also ich habe eigentlich heute gar nicht angerufen, sondern letzte Woche. Ah ja. Und jetzt habt ihr mich gerade angerufen, aber ist auch in Ordnung. Und ja, das weiß ich alles nicht, was im Hintergrund passiert, aber nur ist es so geschehen. Ja, genau, so ist es jetzt eben. Ja, und um was geht's denn? Also, immer wenn ich mal deine Sendung so sehe, dann höre ich immer von den vielen Frauen, die noch nie einen Orgasmus hatten oder eben erst sehr spät, manche, die schon sogar erst im höheren Alter erzählen, dass sie einen bekommen. Jetzt wollte ich dir doch mal erzählen, dass ich so ungefähr mit 7 oder 8 Jahren hat sich das durch Zufall, als ich bei meinen Eltern was gesehen habe, wie die so rumgekuschelt haben, hat sich das ergeben, dass ich was ausprobiert habe und dadurch ein schönes Gefühl bekommen habe. Was hast du denn ausprobiert? Ja, kann ich jetzt so im Einzelnen nicht beschreiben. Also ich habe halt so gesehen, wie mein Vater auf meiner Mutter so lag und also sie hatten noch Klamotten an und alles. Hast du gespinkst durch das Schlüsselloch? Nee. Ich bin da ins Zimmer rein. Ach so. Irgendwie, keine Ahnung, wollte meinen Eltern irgendwas erzählen. Ja, irgendwas, was mir gerade eingefallen war, wie man das so macht als Kind. Und saß da ein bisschen da halt, hab denen was erzählt oder keine Ahnung. So, also das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und habe halt eben gesehen, wie mein Vater auf meiner Mutter lag und sich irgendwie auf ihr bewegt hat und ihr das anscheinend Freude bereitet aber hat. Aber er war angezogen? Ja, Unterwäsche hat er halt angehabt. Achso, aber die waren richtig bei der Sache? Ja, so ein bisschen am Rumkuschen, also so richtig bei der Sache würde ich es jetzt aus heutiger Sicht. Das haben die vor dir gemacht, vor dir kleinen Mädel? Ja. Wie bitte? Also, ja, also wie gesagt, das war jetzt irgendwie jetzt nicht so. Ich weiß nicht, das hört sich jetzt für dich vielleicht härter an, also das ist ja so, die lagen da einfach so und ich komme halt rein in den Raum und dann haben sie jetzt nicht irgendwie wild rumgeknutscht oder sonst irgendwas gemacht, sondern mein Vater ist halt auf meiner Mutter liegen geblieben, wie auch immer. Also es gab keine Penetration zwischen den beiden? Nee. Das nicht, also. Ich bin halt reingekommen, aber sie lagen halt noch aufeinander. Nur gut, so, und was ist und jetzt mein Vater hat so scherzhaft halt quasi sein Becken bewegt und das fand meine Mutter wohl lustig oder wie auch immer. Und da wollte ich halt wissen, was daran so lustig ist. Und es gibt ja so eine schöne Werbung,
da liegen auch so ein Ehepaar zusammen im Bett und dann kommt so ein kleiner Junge rein und fragt, Papa, warum freut die Mama sich denn so sehr? Kennst du die? Nee. Das ist doch witzig, oder? Findest du nicht so witzig? Nee. Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Pointe. Nee. Nein, also die haben gerade knallharten Sex miteinander. Die Frau schreit voll Lust. Und dann kommt der kleine Junge rein und sagt, warum freut die Mama sich denn so sehr? Das ist der Witz. Also, jetzt erzählst du uns aber, warum, wie du dann im zarten Alter von 6 dann schon deinen ersten... 7. 7, na gut. Oder auch 8. Also da möchte ich mich jetzt nicht ums Jahr streiten. Aber es muss um 7 oder 8 rum gewesen sein. Und auf jeden Fall hat sich dann eben so ergeben, dass ich das dann mal ausprobiert habe. Ja. Habe ich halt meinen Teddy genommen und habe den halt quasi zwischen meine Beine gelegt, habe mich da draufgelegt und habe dann halt eben geguckt, was so passiert und irgendwie hat sich dann auch dadurch ergeben eben, dass ich aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass ich dann wohl einen Orgasmus hatte. Damals war es einfach nur ein schönes Gefühl. Mhm. Ja, und also früh trainiert, früh übt sich. Das heißt, im Alter von 7, 8 Jahren schon dass die ersten schönen Gefühle. Ja. Kannst du dich erinnern, wann du so einen wirklichen Orgasmus erlebt hast, so, dass du sagst, das war ein Orgasmus? In welchem Alter? Also jetzt, wenn ich es im Nachhinein beschreibe, würde ich wirklich sagen, dass es von Anfang an so war. Das war von Anfang an so. Mhm. Ja, ich habe es auch damals meiner besten Freundin versucht irgendwie zu erklären, so, ja, du hier, musst mal hier mit dem Teddy und so weiter. Das gibt ein ganz schönes Gefühl und ja. Ja, irgendwie. Das ist ein guter Tipp. Das werde ich den Mädels demnächst auch mal sagen. Kauft euch einen Teddy, kauft euch einen Teddy und dann geht das schon. Wenn die Jungs das nicht hinkriegen, kauft euch einen Teddy. Genau. Ja, das heißt, du bist eine glückliche junge Frau, die diesbezüglich überhaupt gar keine Probleme hat. Naja, also es ist eben so, natürlich auch so, dass ich es dann auch nicht hauptsächlich quasi als Selbstbefriedigung in Anführungszeichen nutze, sondern dass es natürlich für mich auch teilweise ein Stressabbau ist. Also dass ich jetzt zum Beispiel, dass es auch manchmal vorkommt, dass ich das 2 oder 3 Mal am Tag mache. Ja. Ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, einfach irgendwie schlechte Laune habe oder sonst wie. Ja, aber als Selbstbefriedigung schon. Ja, auch. Ja. Aber je öfter man es macht, desto weniger ist das Gefühl. Aber, ja klar. Aber es ist ja so, wenn man eben so gut, das ist so meine Grundthese oder auch meine Selbsterfahrung, meine eigene Erfahrung, je besser man sich kennt, den eigenen Körper, und je besser Frau den eigenen Körper kennt, desto entspannter und schöner kann man doch die Sexualität mit dem Partner dann auch erleben. Ja, definitiv. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. Da weiß ich schon immer, also was heißt immer, da weiß ich auf jeden Fall, wenn es natürlich, muss natürlich auch passen, so der Partner muss sich auch fallen lassen können. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Und dann weiß ich auf jeden Fall auch immer, wie ich, wenn es schön ist, mich dazu kriegen kann, dass ich auf jeden Fall einen Orgasmus bekomme. Also, oder wie ich auch den Partner dazu bekommen kann, dass er es mir quasi dann halt... Ja, du kannst ihm ja ein bisschen Hilfestellung leisten dann, ne? Ja, genau. Man kann ja so selber ein bisschen irgendwie die Sachen führen. Also. Genau. Also, der ultimative Tipp jetzt aus diesem Gespräch ist der Teddy. Jo, der Teddy auf jeden Fall. Wie groß war der Teddy? Groß? Den habe ich immer noch. Das ist halt, ja, wie soll ich, so 40 Zentimeter lang. Hey, aber der ganze Teddy, das war nur so ein Stück vom Teddy. Nein, das war jetzt nur das Bein oder natürlich, so. Ja. Wir wollen das auch gar nicht vertiefen. Nein, das ist mir schon klar. Der Teddy kann ja auch einfach so mit deiner Foto mal ein bisschen streicheln und so. Das war schon doch ein bisschen mehr als streicheln. Ja, also ich habe mich halt auf ihn draufgelegt und habe halt versucht nachzuahmen, was also quasi mit Druck nachzuahmen, was mein Vater quasi umgekehrt auf meiner Mutter erzeugt hat. Jetzt müssen wir abbrechen, sonst wird's ein Porno hier, ne? Was wir jetzt sehen. Na, also hör mal, ich erzähle dir meine Geheimnisse. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte und ich freue mich, dass du sie uns erzählt hast, Lisa. Ja, fein. Und wünsche einfach alles Gute, viel Spaß beim Sex weiterhin. Ja, super, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema brutale Frauen. Heute haben wir eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu. Ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50. 220 50 50, eine freie Telefonnummer ist das. Das heißt, ihr müsst dafür nichts zahlen. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Jetzt ist jemand hier, der hat einen schwierigen Namen. Ich sag einfach mal Gülhan. Nein, mit Gülhan, G. Dülhan. Gülhan, genau. Das ist sicher ein türkischer Name. Ja. Da stolper ich immer so, das ordentlich auszusprechen. Das macht nichts. Aber wir kriegen das auch schon irgendwie geregelt. Dülhan, ja. 21 Jahre und eine Frau. Ja. Um was geht's, Dülhan? Es geht darum... Ich bin seit 2 Jahren verheiratet jetzt und mein Mann, der schlägt mich seit einem Jahr aus simplen Gründen. Mhm. Was sind das zum Beispiel für Gründe? Er arbeitet nachts, also er schläft bis
12 und dann geht er in die Arbeit. Mhm. Und ich koche ihm was zum Beispiel und es schmeckt ihm nicht. Ach, dann schlägt er dich schon? Ja. Wie schlägt er dich? Was macht er dann ganz genau? Was macht er? Er zerrt mich aufs Sofa, hält mein Backen, mein Gebiss fest, ganz fest. Und manchmal kommen auch Schläge auf den Kopf oder auch auf die Arme oder Schultern. Also nur wenn das Fleisch nicht durchgebraten ist oder irgendetwas und die Soße nicht scharf genug ist, dann... Genau. Oder wenn ich zum Beispiel für meine Tochter zum Füttern Milch mache und sie weint ein bisschen viel und dann fängt er schon an. Mhm. Ihr habt ein Kind? Ein Kind. Ein Kind. Mhm. Mhm. Das ist ja erst seit einem Jahr so, sagst du. Vorher war es auch schon so, aber nicht so oft. Und jetzt ist es schon, kann ich sagen, zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche? Ja. Das ist ja kein Leben. Nein, das ist kein Leben. Deshalb denke ich auch sehr oft drüber nach, ob ich mir das Leben nehmen soll. Weil ich mag nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Spaß mehr am Leben. Du hast Angst, wenn er nach Hause kommt? Ja. Es gibt keine gute Zeit zwischen euch mehr? Nein, nicht mehr. Gar nichts mehr. Er macht, wann er will, er geht raus. Ich bin jeden Tag nur zu Hause mit meiner Tochter. Ja. Und wenn ich mal mit meiner Tochter 5 Minuten rausgehe und er erreicht mich nicht, ja. Und wenn er kommt, dann fängt es wieder an. Ja. Dylan, als du ihn kennengelernt hast damals, war er vor der Ehe anders? Oder? Er war anders, ja. Er war ganz anders. Es ist so, wir haben uns persönlich nie gesehen, also was heißt nie, wir haben uns schon gesehen, aber sehr selten. Mhm. Er war in Holland, ich war in München. Ja. Und wir haben uns halt sehr selten gesehen, wir haben nur telefoniert und er war so lieb und nett und alles und auch wenn wir uns gesehen haben. Und woher kanntest du ihn überhaupt? Aus der Türkei. Aus der Türkei. Ja. War das jetzt so eine Sache, dass die Familien euch versprochen haben? Nein. Also wir haben uns kennengelernt. Ihr habt euch selbst ausgesucht. Genau. Mhm, ja. Mhm. Genau. Und meine Eltern waren am Anfang sehr, sehr dagegen. Mhm. Fast 3 Monate lang haben sie mir die Hölle heiß gemacht, dass ich ihn nicht heiraten soll. Warum? Hatten die Eltern schon ein Gefühl, dass da was nicht stimmt? Er hatte in Holland nur 3 Monate Aufenthalt gekriegt. Ja. Ansonsten war er schwarz drüben. Mhm. Und die haben gemeint, ja, er macht es nur wegen Aufenthalt und er möchte nur hier bleiben und du kennst ihn nicht, du kennst ihn nur aus dem Telefon und so. Da hatten die Eltern schon eine gute Nase. Ja. Mhm. Ja, und ich bereue es jetzt, dass ich es... Ist es so? Kannst du eigentlich sagen, dass eigentlich nach der Heirat es schon schwierig wurde mit ihm und zwischen euch beiden? Durch die Heirat? Es war schwierig. Wir hatten am Anfang, also wir haben auch jetzt sehr viele finanzielle Probleme. Mhm. Er hat 7 Monate lang nicht gearbeitet. Ich habe nur gearbeitet. Und dadurch wurde er immer aggressiver und aggressiver und jetzt ist er brutal. Mhm. Also. Hat er dich schon so verletzt, dass du ins Krankenhaus musstest oder zum Arzt? Nein, er hat mich schon so verletzt, aber ich bin nicht zum Arzt gegangen und ich habe schon mal Selbstmordversuch gemacht. So, darauf möchte ich jetzt gerne mal zu sprechen kommen. Du hast das gerade ja auch gesagt. Ich mache mir Gedanken darüber, ob ich mir das Leben nehmen soll, weil ich nicht mehr kann, weil ich nicht mehr will. Ja. Ich finde das einen sehr schlimmen Gedanken, Dylan. Einen sehr schlimmen Gedanken. Ich finde aber keinen anderen aus. Ich will dir begründen, warum ich es schlimm finde. Ja. Einmal finde ich es schlimm, dass du bist eine junge Frau von 21, ne? Habe ich gerade gesagt. Ja. Dass du jetzt so früh schon dein Leben wegschmeißen willst und nicht bereit bist zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Das ist das eine. Das andere ist, dass du ein Kind hast. Und du eine ganz hohe, willst du dieses Kind bei diesem Mann lassen, wenn du stirbst? Nein, das will ich nicht. Ja, aber so käme es dann. Er hätte die Verantwortung. Du musst es für dich tun und du musst es für dein Kind tun. Es muss doch Wege geben, dass du von diesem Mann wegkommst, Mann. Ich kann das aber nicht, warum wenn nicht? Ich mich scheiden lasse. Mein Papa ist herzkrank, meine Mama hat Blutdruck. Wenn sie sich über irgendetwas Sorgen macht, dann kippt sie um und ins Krankenhaus. Und wenn ich das mache, dann weiß ich nicht, dann bin ich wahrscheinlich für den Tod verantwortlich. Was meinst du, wie es deinen Eltern ergehen würde, wenn du dir das Leben nimmst? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Nein. Ja.
Und deine Eltern scheinen ja ein gutes Gespür für Menschen zu haben, dass sie damals schon gesagt haben, hier, nee, der ist es nicht. Mhm. Wissen die eigentlich, was du im Moment durchmachst? Nein, kann ich nicht erzählen. Warum nicht? Warum nicht? Weil, wie gesagt, ich habe Angst, dass denen was passiert. Nein, ich finde, das ist eine falsche Rücksichtnahme. Sie werden sich doch für dich einsetzen. Ihnen wird doch auch alles daran gelegen sein, dir, dass du da rauskommst und dir zu helfen. Wenn du dich jetzt so zurückziehst in dein Leid und in deine vier Wände quasi, ist mir schon klar, dass dir das Herz übergeht und du sagst, ich will mich umbringen. Such dir doch die Menschen, die dir am liebsten und vertrautesten sind, und das scheinen ja deine Eltern zu sein. Und schütte da erstmal dein Herz aus und berate gemeinsam mit den Eltern, was zu tun ist. Alles andere ist doch viel schlimmer. Es ist viel schlimmer, wenn du dich, natürlich, was reden wir, wenn du dich umbringst. Was für eine Katastrophe für deine alten Eltern oder für deine kranken Eltern. Aber es ist genauso eine Katastrophe, wenn du irgendwann vielleicht psychisch zusammenbrichst, weil du es nicht mehr aushalten kannst. Also hast ja, du das ist es auch. Ja, aber deswegen hast du die Pflicht, da einen Schritt nach außen zu machen. Und du kennst doch deine Mama, du weißt doch, wie man ihr vorsichtig etwas erklären kann. Das kann ich nicht. Ich kann niemandem vertrauen, ich kann niemandem was erzählen. Aber warum denn Eltern nicht? Weiß ich nicht, weil ich habe Angst. Ich habe Angst, dass die sagen, du hast diesen Weg selber gewählt, also musst du auch darunter leiden oder musst du auch selber da rauskommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass deine Eltern dich sehr gerne haben. Habe ich recht? Ja. So. Und wenn die, so, und wenn die mitkriegen, was das Mädchen mitmacht im Moment, dass das Mädchen geschlagen wird, man schlägt keine Frau. Dass das Mädchen so leidet und dass das Enkelkind auch darunter leidet demnächst, wenn es älter wird. Ja, sie fängt schon an zu weinen, wenn sie mich weinen ansieht. So, dann werden deine Eltern dir zur Seite stehen. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht der Fall wäre. So, darüber hinaus finde ich, dass du auch dir noch zusätzlich von außen noch eine Hilfestellung suchen solltest. Und da wären wir dir gerne behilflich bei. Mhm. Wer und wie und was das ist, das möchte ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht sagen. Du redest gleich mit meiner Psychologin noch ein paar Worte. Ja. Aber es muss etwas geschehen, Dylan. Es muss etwas geschehen. Du ruinierst dein Leben und dein Leben ist so wichtig für dein Kind. Es ist aber so, dass ich ihn auch, also Liebe oder nee. Ich weiß nicht, ob das Liebe oder nee. ob das eine Abhängigkeit ja. ist. Wir wollen das Wort Liebe nicht benutzen. Wenn du in so einem Schlamassel da hängst und du so fertig bist, dass du dich wegen dieses Menschen schon überlegst zu töten, will ich das gar nicht hören, dass du den liebst. Das ist Unfug. Das ist eine Abhängigkeit. Eine Verstrickung, aber keine Liebe. Mhm. Hast du auch keine gute Freunde, mit der du sprechen kannst? Die wohnen alle sehr weit weg. Das heißt, du sitzt da ganz allein in deinem Leid? Ja, ich ganz alleine, in vier Wänden, den ganzen Tag, nur zu Hause. Da muss man ja verrückt werden. Ja, er nimmt mich nirgendwo hin, ich kann nirgendwo hingehen. Ich bin nur noch zu Hause. Mhm. Und manchmal denke ich mir, ich werde verrückt, weil ich fing an zu weinen, ich fing an mit mir selber zu reden. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ich habe Angst, wenn er nach Hause kommt, geht das Theater wieder los. Nein, es muss was geschehen, es muss ein Ausweg, es muss etwas geschehen, Dylan, wirklich. Ich meine, dass du hier angerufen hast, zeigt mir schon, dass dir das Hals wirklich bis zum Wasser bis zum Hals steht. Dass du wirklich einen Ausweg auch suchst. Du musst etwas unternehmen und das Ziel muss sein, dass du von diesem Kerl wegkommst. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn der dich so behandelt und wenn der seine Frau mit der eigenen Tochter in der Familie so behandelt. Und betrügt 7-mal, seit er hier ist, in 2 Jahren 7-mal. Was betrügt er dich? Ja. Das zudem noch, ja. Dann ist das er kein. Auch noch. Dann ist er und kein, wenn ich das rausbekomme, tut mir leid, dass ich Sie unterbreche, wenn ich das rausbekomme, dann kriege ich noch mehr Schläge. Mhm. Ich habe dann überall blaue Flecken, ich kann nicht mal zu meinen Eltern nirgendwo hin und es tut mir dann alles weh. Der ist kein Pfifferling wert für dich, Dörlang. So, wir beenden jetzt dieses Gespräch. Ja. Meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Vielen Dank, Domian. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Denk ganz ernsthaft darüber nach, deine Eltern einzubeziehen. Ich glaube, deine Eltern würden es auch von dir verlangen. Wenn die Tochter in solcher seelischer Not ist, muss das Vertrauen da sein, dass die Tochter spricht. Denke darüber nach. Ja. So, du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Ja, super. Danke, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1.44 Uhr und 45 Sekunden. Das ist jetzt die beste Zeit, um die Christina anzusprechen. Die ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Christina. Ja, ich rufe an. Ich habe ein Problem mit meinem Freund. Ich bin seit 15 Monaten mit ihm zusammen. Und seit 14 Monaten habe ich so gut wie kaum noch Sex mit ihm. Wie, du hast nur einen Monat Sex mit ihm gehabt? Ja. Ja, was ist denn da? Von seiner Seite aus kam dann nichts mehr. Ach, von seiner Seite passierte gar nichts mehr? Genau, ja. Was ist da los? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe schon alles Mögliche erkundet und nachgefragt und geforscht. Und da habe ich alle möglichen Wege gesucht, ob ich mich attraktiv genug bin, ob er vielleicht mehr auf Männer steht oder ob er nebenbei eine Freundin hat. An was man alles so denkt. Genau. Wie sieht denn eure Erotik aus? Gibt es überhaupt eine Erotik? Nein. Gar nichts? Gar nicht mehr, nein. Auch kein Streicheln? Nein. Kein Händchen halten? Händchen halten gibt's und eine gute Nacht. Na, Kuss, ja. Aber keinen Zungenkuss? Nein. Und das war einen Monat anders, den ersten Monat? Ja, der war wunderschön, es hat alles funktioniert und... Richtig guten Sex gehabt? Nee, das auch nicht. Nein. Das auch nicht? Also schnell und ohne Vorspiel, ja, von ihm aus. Ich habe halt ständig manchmal auch sogar eine Stunde Vorspiel gemacht und dann ist er rein und fertig. Ja. Hast du es aufgegeben, initiativ zu sein? Jetzt habe ich es aufgegeben seit 3 Monaten, ja. Ja, weil du immer wieder vor verschlossenen Türen standst und er hat dich abgewiesen. Genau, ja. Und er hat zwar ein Problem damit, er ist jetzt nicht cool und sagt, ach komm, lass mich oder so. Wir haben Stunden drüber geredet, er sagt, er liebt mich, er findet mich attraktiv, er will was ändern, er weiß nicht, woran das liegt und er ärgert sich selbst. Es war auch in der Vergangenheit bei seinen anderen Freundinnen so. Mhm. Also. Ja. Wie alt ist er? 26. Ja. Ich glaube, dass er lügt. Ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich glaube, dass er lügt. Das kann man mir nicht erzählen, dass er nicht irgendeine Ahnung hat, woran es liegt. Ja. Er sagt, er findet dich attraktiv, er findet dich begehrenswert. Ja. Aber er hat keinen Bock, dich zu streicheln, geschweige denn mit dir Sex zu haben. Ja, ich finde es auch fraglich. Aber das Komische ist wirklich, menschlich gesehen, er ist immer für mich da. Wir unternehmen alles zusammen. Na gut, also, das ist halt die Kategorie super gute Freundschaft, ne? Genau, bester Kumpel. Ja. Oder platonische Liebe. Genau. Mhm. Ja, und ich leide tierisch drunter. Ich weine und bin verzweifelt, mache mir nur Gedanken. Gehen wir nochmal die Möglichkeiten durch. Er hat eine andere Freundin. Bist du ganz sicher, dass es eine Sexaffäre? Bist du sicher, dass es nicht der Fall ist? Ganz sicher? Das kann ich wirklich 99% ausschließen. Ganz sicher. Er ist schwul. Kann nicht sein, weil er tierisch andere Frauen nachschaut, sich Videos anguckt, auch mal in so ein Table Dance Lokal reingeht und... Er guckt sich Pornovideos auch an? Ja. Das Schlimmste noch. Das weißt du? Ja. Erzählt er das oder hast du ihn dabei erwischt? Ja gut, er hat so 2, 3 zu Hause, die hat er sich mal angeguckt, ja. Während ich nebendran geschlafen habe. Ach so, und hat dabei onaniert? Nee, das nicht, nein. Bist du sicher? Du hast ja geschlafen, du weißt es ja nicht. Ich habe es ja gemerkt, nachdem ich wach geworden bin, aber ich habe nichts mitgekriegt, nein. Onaniert er denn überhaupt? Ja. Das macht er schon. An was denkt er denn, wenn er onaniert? An dich? Mit Sicherheit nicht, nee. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber an was denkt er? Wichtige Frage. Ja. Da scheint ja irgendetwas zu sein, was ihn geil macht. Das stimmt. Wenn du schon nicht bist. Ja. Ich glaube, der Junge lügt dir die Ohren voll. Der will das warme Nest haben, der Beziehung. Mhm. Und eure platonische Liebe, die ist ja auch, das ist ja auch schön und ehrenvoll, sowas zu haben. Ja. Aber er sagt nicht die Wahrheit, aus Angst, das alles zu verlieren vielleicht, oder dich vor den Kopf zu stoßen. Ich denke auch, ich bin fraglos, wirklich. Mhm. Er hat gemeint, er würde zur Therapie gehen. Das schiebt er jetzt auch schon seit 3 Monaten Nein, her. Nein, geht doch mal zu zweit in eine Paarberatung. Ist doch interessant für dich dann auch, das zu hören. Genau, das war auch sein Vorschlag gewesen, ja. Ja, das ist doch schon mal toll, wenn er von sich aus das vorschlägt. Ja. So, das ist doch, finde ich, gut. Genau, nur wir kriegen erst keinen Termin. Das dauert noch, wir haben gesagt, 8 Wochen. Ja. Naja gut, jetzt habt ihr so viele Monate, das könnt ihr die 8 Wochen auch noch aushalten. Das stimmt, ja. Hältst du es für möglich, er ist 26 Jahre alt. Wie war es denn, du hast gerade schon so eine Andeutung gemacht, wie war es denn früher in seinen anderen Beziehungen? Er hat ja wahrscheinlich auch schon mehrere Beziehungen gehabt, oder eine zumindest. Mehrere lange, ja. Mehrere. Wie ist es denn da gelaufen? Gut, von ihm aus sagt er, es war ein bisschen mehr, dadurch, dass er sie nicht jeden Tag gesehen hat, wie bei mir. Und einmal die Woche angeblich. Gut, bei uns passiert
Du wärst ja schon froh, wenn es einmal die Woche wäre. Ja, ich habe ihm auch gesagt, wenn es nur der Sex noch nicht mal wäre, nur die Zärtlichkeiten, ne, das wäre schon das Wichtigste. Du hast gerade gesagt, bei uns passiert alle 6-8 Wochen was, aber du hast eigentlich doch am Anfang gesagt, es passiert gar nichts mehr seit Monaten. Ja, von ihm aus. Und alle 6-8 Wochen streichelt er mich dann mal oder so, aber da passiert nichts. Also, so ganz dolle war das in den anderen Beziehungen offensichtlich auch nicht. Nein. Hat also er ist fertig. Hat er irgendetwas Traumatisches früher mal erlebt? Sexuell vielleicht? Genau, die Frage habe ich ihn auch schon ein paar Mal gestellt. Er meinte, er kann sich an gar nichts erinnern, dass irgendwas war, was ihn jetzt da irgendwie negativ beeinflusst. Also er kann sich an nichts erinnern, was da mal vorgefallen sein soll. Aber er ist nicht impotent. Nein, also ich weiß nicht genau, was jetzt impotent wie das ist. Also wenn ich ihn da unten gestreichelt habe, das ist alles gleich, hat funktioniert. Und deswegen war meine Frage auch, onaniert er? Und ja. Also so ist die Überlegung, gemeinsam zu einer Beratung zu gehen, schon mal der allerrichtigste Weg. Und wenn genau, du jetzt bereit bist, jetzt auch noch mal die paar Wochen zu warten und das für ihn und für euch zu tun, finde ich das sehr, sehr toll. Ja. Ich meine, dadurch zeigt er ja wirklich auch, dass er etwas verändern will. Genau, ja. Und vielleicht habe ich ihm auch Unrecht getan, wenn ich gerade gesagt habe, er lügt. Vielleicht ist es wirklich irgendetwas so Kompliziertes in ihm, dass er selbst darüber nicht so richtig sich bewusst ist im Moment. Und er braucht halt jemanden von außen, der ihm da so ein bisschen hilft, um das klar werden zu lassen. Das auf jeden Fall, das nehme ich auch an. Nur das Problem ist, es hat ja geklappt, 4 Wochen lang. Und dann plötzlich nicht mehr. Das ist halt, gut, das müssen wir dann klären, ja. Ich meine, das ist natürlich ein heikles Gespräch in einer Beziehung, zu fragen, an was denkst du, wenn du onanierst? Das ist mir klar. Auf jeden Fall, ja. Dennoch, mir scheint, dass ihr schon relativ offen sprecht miteinander. Ja. Frag ihn mal. Und wenn er dir vielleicht auch noch nicht sofort die Wahrheit sagt, kommt er vielleicht dadurch selbst zum Nachdenken und vielleicht hat das wiederum eine Folgewirkung auf euch. Aber die Frage würde ich ihm schon stellen. Das ist eine gute Idee, ja. Vielleicht gibt es auch etwas ganz Geheimes, was er sich selbst noch gar nicht so vielleicht so zugesteht an sexuellen Bedürfnissen. Das muss ja jetzt nicht homosexuelles sein, es kann ja irgendwas ganz anderes sein, was er bei dir nicht findet oder in normalen Beziehungen nicht findet. Wir mutmaßen, ne? Wir stochen im Nebel gerade. Ja. Also, der Weg der Beratung finde ich gut und stell immer diese Frage. Mach ich, ja. Christina, alles Gute. Alles klar. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. Unser Thema morgen heißt brutale Frauen. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über eure Erfahrungen mit harten, mit brutalen Frauen. Mit Frauen, die schlagen, mit Frauen, die gewalttätig sind. Das kann vielleicht eine Ehefrau sein, das kann eine Freundin sein, eine Mutter sein, es können aber auch Frauen oder Mädels sein, die man auf der Straße beobachtet. Das ist das Thema morgen, brutale Frauen. Würde vielleicht auch gerne mit der einen oder anderen brutalen Frau selbst sprechen, die sagt, ich schlage, ich bin brutal und ich war es und habe es dadurch durch eine Therapie oder durch die und die Erfahrungen überwunden. Das ist unser Thema morgen. Jetzt haben wir eine freie Themensendung zurzeit noch und ich bin verbunden mit Kerstin, die ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Kerstin. Hallo. Dein Thema. Ich habe kein Thema. Ich wurde jetzt nur durchgestellt, weil ich was zu diesem Volker zu sagen habe, wegen diesem Hypochonder. Ach so, ja, das ist ja dann schon auch dein Thema. Ach so. Bist du auch eine Hypochonderin? Ich war eine, ganz schlimm sogar, ja. Hast du das Gespräch mit dem Volker gerade mitgehört? Ja, das habe ich mitgehört. Konntest du dich gut mit identifizieren? Genau. Also immer irgendwelche eingebildeten Krankheiten und 1000 Besuche bei Ärzten und man ja, nachts Rettungswagen und all so eine Scherze. Ja, was war die schlimmste Krankheit, von der du meintest, dass du sie eventuell haben könntest? Das kam ja irgendwann mal mit AIDS hoch, ne? Ja. Hatte ich einen blauen Fleck, dann habe ich gleich AIDS gehabt, ja. Und obwohl es hätte gar nicht sein können. Dann hatte ich immer irgendwelche Schmerzen unten rechts und dann war es immer gleich der Blinddarm und dann, ich habe ihn heute noch. er war es halt auch nie, also es waren definitiv keine Krankheiten. Was war das mit dem Rettungswagen nachts? Ja, da habe ich nachts meine Eltern dann wach gemacht. Ich meine, bei mir hat das angefangen, da war ich 16. Und dann bin ich nachts aufgestanden, ich hatte Unterleibsschmerzen und so. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich habe Blinddarm und dann gleich Rettungswagen. Und ja, es war falscher Alarm. Ich hatte keinen Blinddarm, ich war gesund. Ne? Ja, und dann irgendwann mal Therapie und das brachte aber alles nichts. Ach so, Psychotherapie hast du gemacht? Ja, richtig, habe ich gemacht. Wie viele Jahre hat dich das denn geplagt? Oh, das hat mich ungefähr 4 Jahre ungefähr schon geplagt.
Ah ja. Bis dann mal dieser Aha-Effekt kam. Nämlich, was war das für ein Effekt? Das war eigentlich mal so, ich hatte wirklich so ein Lexikon, Gesundheitslexikon von A bis Z und ja. hatte auch alle Krankheiten von A bis Z. Ja. Was ich mir durchgelesen habe, das hatte ich dann auf einmal. Ja. Vom Bluthochdruck bis Herzkranzgefäße, irgendwie sowas, ja. alles. Und dann hat mal irgendwie so ein Arzt irgendwie was gesagt, dass das auch mit dem Adrenalinspiegel zusammenhängt. Mhm. Dass man sich in die Sache so hineinsteigert, dass man dann auch die Symptome spürt, obwohl sie eigentlich gar nicht da sind. Mhm. Das ist eine Kopfsache. Mhm. Und ein Hypochonder, der kennt seinen Körper ganz genau. Mhm. Das ist wirklich so. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen und dann anfangen, seinen Kopf wieder zu verarschen. Wie verarscht man? Also das sind so theoretische Einsichten, die helfen einem vielleicht aber nicht viel weiter. Wie verarscht man sich denn? Indem ich mir wirklich dann auch einrede, das ist jetzt nur wieder mein Adrenalinspiegel, die Symptome hast du jetzt nicht mhm. und dann wirklich davon abgelenkt habe. Mhm. So, das ist ein Kampf, den muss man jeden Tag führen. Also das sind so kleine Eigentherapien. Volker hat das ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, ja. dass ihm das am meisten bisher geholfen hat. Nicht die klassische Psychotherapie, sondern diese kleinen Tricks, die man so für sich selbst sucht. Richtig. Ich bin dann so in meinen Körper irgendwo so ein bisschen reingekrochen und ich denke, ach, ist jetzt nur wieder ein Adrenalinspiegel. Jetzt hast du nur wieder einen Film gesehen, da ging es um Krebs und du kannst das gar nicht haben. Und das hat dann geholfen, so ein bisschen. Genau. Also indem ich meinen Kopf, sag ich mal, letztendlich wieder verarscht habe, indem ich mich nicht mehr so hineingesteigert habe. Ich habe gerade gedacht, du hättest eine brachiale Konfrontationstherapie selbst mit dir gemacht, indem du dieses Gesundheitslexikon, nämlich von A bis Z... Damit habe ich mich krank gemacht, ja. Ich dachte, dass du es jetzt wirklich immer gelesen hast, bis es absurd wurde, dass du, ja. bis es dir klar wurde, ja, ich habe es wirklich nicht. Ja, ich habe es da nicht. Hatte ich das Gefühl, mir wird schwindelig und jetzt kriege ich einen Herzinfarkt und jetzt falle ich um. Und dann habe ich aber gemerkt, ich falle gar nicht um. Insofern ist die Lektüre eines solchen Gesundheitsbuches doch auch vielleicht gar nicht doof, ne? Oder? Ja, zum Beispiel. Ja. Und dann. Weil man kriegt dann vor Augen geführt, wirklich wie irreal das ist, wie man sich selbst empfindet und wie man reagiert, ne? Genau. Also es ist, wie gesagt, es ist eigentlich nur eine Kopfsache. Dann steigert man sich in was hinein. Mhm. Dann kommt diese Angst hoch und diese Angst wird hochgepusht vom Adrenalin, dass man dann auch Symptome irgendwie merkt und spürt. Also mit dem Adrenalin? Man muss es erkennen. Mit dem Adrenalin hast du es, ne? Das war so, glaube ich, der Knackpunkt. Das war dann der, ne? Kick, genau. Merkst schon, ja. Wo ich immer gesagt habe, der ist das und der tut mir nicht weh, davon sterbe ich nicht, davon werde ich nicht krank und das ist gut. Und dann habe ich es irgendwann mal, es geht nicht ganz weg, ne? Das wollte ich gerade fragen. Du bist nun schon 37. Richtig, und das ist ja jetzt schon auch 20 Jahre her. Ja. Aber ist so zwischendurch, wenn ich so irgendwelche Filme sehe und wie letzten zum Beispiel, wo er sich damit AIDS infiziert hat und so, dann prasselt das natürlich wieder, das ist ganz klar. Dann lenke ich mich sofort wieder ab und dann ein paar Stunden später denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Dann bin ich auch nicht mehr verrückt. Dann muss doch eigentlich für euch Hypochonder diese Sendung hier auch sehr schwierig sein, weil hier sehr oft über auch ungewöhnliche und schwere Krankheiten gesprochen wird. Ja. Hast du dann, wenn du diese Sendung öfters siehst oder hörst, nicht auch schon oft das Gefühl gehabt, uah, das habe ich auch? Dann bilde ich mir das in einem kurzen Moment ein, aber dann ist auch wieder gut. Dann sagst du dir, ich habe es mittlerweile so im Griff, ich kann das dann wieder abtun. Dann sagst du dir, hey, das ist nur wieder Adrenalin. Genau. Ist gar nicht so wild. Du hast jetzt nur wieder was gehört und das setzt du jetzt gar nicht um und gut ist. Und dann lenke ich mich ab, also tausend anderen Dingen. Ne? Ich weiß nicht, ob es übertragbar ist auf Volker. Volker wird uns wahrscheinlich noch zuschauen, zuhören. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Hinweis. Ja. Und die Richtung ist interessant. Aber das hat er selbst vorhin ja auch gesagt, dass man sich selbst versucht auszutricksen, ne? Dass man so sich so kleine Möglichkeiten erdenkt, ne? Kann er auch nur man selber kann das ändern. Ja. Da kann kein Arzt helfen. Ja, deine Erfahrungen mit Psychotherapie sind da auch schlecht und ja, das hat nichts gebracht, weil wo wolltest du ansetzen, weil eigentlich bin ich ja nicht krank, ne? Ja, naja, es ist schon irgendwie eine seelische Erkrankung, wenn es zu stark wird und es kann einen ja extrem behindern, ne? Das ist wohl und wahr, belasten aber auch. Wie gesagt, da muss man sich wirklich auch selber raushelfen und es geht wirklich. So, ich bin froh, dass du durchgekommen bist und danke dir herzlich für den Tipp und hast sicher vielleicht einige zum Nachdenken gebracht, die in dieser Richtung irgendwie doch mit sich beschäftigt sind. Alles klar. Alles Gute, Kerstin. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben.
Wir haben 1.59 Uhr, 30 Sekunden. Das heißt, die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. In der Technik war Gudrun Hausen. Morgen heißt unser Thema brutale Frauen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Unter der bekannten Telefonnummer sind die Leitungen geschaltet. Um 1 sind wir dann hier im Radio bei 1 Live und auch im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine gute und schöne Nacht. Bis morgen.